So, es geht ab. Auf jeden Fall der Rapsoul-Podcast direkt live und direkt vom Videodreh. Ich bin der einzige offizielle Moderator von der ganzen Sache hier. Ich werde jetzt so einzeln die Leute sammeln, die wichtige Rollen bei uns spielen. So, da ist auch schon der Erste, der hier eine ganz tragende Rolle in unserem Video spielt. Und zwar darf er sich jetzt auch kurz selbst vorstellen. Ich dachte, du spielst einen Basketballer. Wir reden vom Basketball. Basketball gibt kein Geld. Ja, was machst du so? Okay, ist peinlich. Wollen wir nochmal neu versuchen? Nein. Schnitt. Film nur ganz kurz den einzigen schwarzen Bowlingspieler in ganz Deutschland. Geil, Alter. Ja, stimmt. Sag Hallo. Hallo. So. Gut dressiert dafür. Ja, du auch gleich. Okay, dann rede ich halt für ihn. Wir haben ihn deshalb ausgewählt, weil er einfach das macht, was man ihm sagt. Er kann nicht so gut reden. Sieht deswegen gut aus. Spielt er auch nur im Basketball. Sieht gut aus. Monkey Boy, okay, sieht gut aus. Das stimmt, ja. Hat man nicht gehört, glaube ich. Hat man das gehört? Ja. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt runter. So, Leute, also ich laufe jetzt hier runter in die Commerzbank Arena und versuche mal, die anderen zu finden. So, ja, auf jeden Fall ist hier der andere Mann, Mensch. Mann, Mensch. Willst du was zu deiner Rolle sagen, kurz? Ja, hast du lange geübt dafür, geprobt? Das wird man, wenn man DJ von Rapsoul ist, dann kriegt man halt so komische Rollen. Ja. Geh mal, du musst mal richtig, das ist hier für einen Podcast, du musst dir das schon mal richtig vorstellen. Ja. So, also, hallo erstmal. Ich bin hier in der Kabine mit meiner Sekretärin. Das ist deine Sekretärin? Achso, hallo. Sunny, ist das Frau Siegmeier? Ja. Ja, also ich bin halt nichts nutz und jetzt gewinne ich im Lotto und dann war es auch DJ, glaube ich, oder? Wie war das? Da du im Lotto gewonnen hast, bist du jetzt als DJ raus, ja. Raus. Ja. Achso, ja, dann ist es sozusagen auch mein Abschiedspodcast. Dann. Ja, du bist die Businessfrau. Genau, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache, was ich machen soll, aber gut. Hast beim Casting gewonnen. Genau. Wurde dir deine Rolle noch nicht erklärt? Nee. Ach, ihr kennt euch? Ja. Früher von der Schule. Ja. Von der Skifreizeit, gell? Oh ja. Stimmt. Ah ja. Meine Rolle? Ja. Achso, ja, ich soll ein Glamour Girl sein. Glamour Girl. Casting Star. Kannst du jetzt kurz was den Leuten da draußen sagen? Ja, ich bin fehlbesetzt. Kannst du es nicht verkaufen? Fehlbesetzt? Ich bin auf jeden Fall fehlbesetzt. Ich wollte der Basketballer sein oder das Model. Ja, das ist halt alles. Ach, genau. So. Jetzt haben wir sie auch fast alle gesehen, die mitspielen im Video. Da vorne ist auf jeden Fall die Menge vor der Bühne. Das ist übrigens der heilige Rasen. Den darf man eigentlich nicht drauf treten. Soll ich euch noch kurz was zeigen? Ich mach's trotzdem. Auf jeden Fall ist hier jetzt Action mit Leuten. Und ja, so sieht es hier aus. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie beeinflussbar Menschen sein können. Okay, kann ich einmal eine Welle haben, bitte? Von der Seite nach da? Zurück! So, es gibt also eine Menge Statisten hier. Wo jetzt? Bei dir so? Läuft. Läuft. Jetzt quasi. Teil für den Hammer. Boah, wer ist denn da oben drauf, Alter? Guck mal, wie hübsch der Typ ist, Alter. Das ist das, Alter. Boah, was ist das? Ist doch der eine von diesen Dings. Das ist übrigens einer der Hip-Hop-Darsteller hier in diesem Video. Mehr als das kann er nicht, deswegen haben wir ihn gecastet. Ich nannte ihn auch MC Yo. Yo. Ja, er kann auch nur Yo sagen. Yo. Ja. Ach, da haben wir noch einen Keyboarder. Vielleicht kann man jetzt vor diesem grünen Hintergrund auch einen Trick machen. Und dich in so ein, weiß nicht. Star Wars. Ja. Genau, sehr gut. Oder hier, weißt du, der Hintergrund, der läuft immer mit. Ja, genau. So laufend. Vier Monate. Die sind die schon laufen. Okay, Leute, was geht ab? Es ist jetzt halb zwei, fünf nach halb zwei, damit ihr mal seht, das ist echt fünf nach halb zwei, ja? Wir sind jetzt nach einem anstrengenden Tag fertig mit unserem Videodreh. Die 40.000 Menschen, die das Stadion vorhin gefüllt haben, man kann mal ganz kurz die Ränge da drüben filmen, hier drüben. Ich gehe noch einmal auf den heiligen Rasen der Eintracht.
Die Ränge sind jetzt leer, wir haben die Leute alle rausgeschickt, es war wirklich alles voll. Also fast jeder Platz war einfach ausverkauft. Die Leute sind jetzt gegangen und ich sag tschüss. Alle haben gerade gejubelt, als da kommt nochmal ein Fan. Wir gehen nach Hause, Feierabend, wow! So, das war so ein Typ, der ist vorhin nackt über den Platz geflitzt, so ein Flitzer war es, den haben wir dann festnehmen lassen. Und jetzt gehen wir. Also macht's gut, war ein schönes Video, König der Welt, zieht euch das Video rein, zieht euch den Podcast rein. John, sag ich auch tschüss. Tschüss, ja, tschüss. Danke, dass du da warst, da war ein Hip-Hop-Komparse. Haut rein, Leute. Tschüss. Ich bin raus. Mach's gut.